Hallo Aktienfreunde, im heutigen Aktienvergleich treten die DHL Group und UPS gegeneinander an. Gleich erfahrt ihr, wer mehr Punkte holt, und am Ende des Videos analysiere ich dann, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also beide Aktien kommen aus der Logistikbranche. Die DHL Group hat zurzeit eine Dividendenrendite von ca. 4,9%, während die UPS Aktie aktuell eine Dividendenrendite von ca. 4,8% vorweisen kann. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis: Dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Vergleichskriterium, und zwar zur Kursentwicklung in den letzten 5 Jahren. Und hier ist die DHL Group Aktie ca. 21% angestiegen, während die UBS Aktie im gleichen Zeitraum 15% nach oben gegangen ist. Und damit holt den ersten Punkt die DHL Group. Dann kommen wir zum Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren. Und hier ist die Dividende bei der DHL Group durchschnittlich pro Jahr um ca. 11,1% angestiegen, während die Dividende hier bei UPS im gleichen Zeitraum ca. 12,4% durchschnittlich angestiegen ist. Und damit geht der zweite Punkt an UPS. Dann kommen wir zur Ausschüttungsquote auf den Gewinn. Und hier hat die DHL Group Aktie aktuell einen Wert von ca. 65%, während die UPS hier aktuell einen Wert von ca. 90% vorweisen kann. Und damit holt diesen Punkt die DHL Group. Dann kommen wir zum Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren. Und hier ist der Umsatz bei der DHL Group ca. 5,8% durchschnittlich pro Jahr angestiegen, während der Umsatz hier bei UPS durchschnittlich pro Jahr um ca. 4,3% nach oben geklettert ist. Und damit holt diesen Punkt die DHL Group. Dann kommen wir zum Gewinnwachstum in den letzten 5 Jahren. Und hier ist der Gewinn bei der DHL Group durchschnittlich pro Jahr um ca. 7,7% angestiegen, während der Gewinn hier bei UPS durchschnittlich pro Jahr um ca. 0,8% zurückgegangen ist. Und damit holt diesen Punkt die DHL Group. Dann kommen wir zum prognostizierten Gewinnwachstum. Und laut den aktuellen Analystenschätzungen soll der Gewinn hier bei der DHL Group zwischen 2023 und 2026 durchschnittlich pro Jahr um ca. 5,9% ansteigen, während der Gewinn hier laut den aktuellen Analystenschätzungen bei der UPS zwischen 2023 und 2026 nach den aktuellen Analystenprognosen also um 9,2% ansteigen soll. Und damit holt diesen Punkt UPS. Dann kommen wir zum aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und hier hat die DHL Group Aktie aktuell ein KGV von ca. 13, während die UPS Aktie hier aktuell ein KGV hat von ca. 19. Und damit geht dieser Punkt an die DHL Group. Dann kommen wir zur Schuldenquote im letzten Geschäftsjahr. Und hier hatte die DHL Group einen Wert von ca. 67%, während UPS hier einen Wert hatte von ca. 76%, und damit holt diesen Punkt die DHL Group. Dann kommen wir zum letzten Vergleichskriterium, und zwar zur operativen Marge im letzten Geschäftsjahr. Und hier hatte die DHL Group einen Wert von ca. 5,3%, während UPS hier einen Wert hatte von ca. 10,3%, und damit geht der letzte Punkt an die UPS-Aktie. Und damit kommen wir dann zum Endergebnis, und hier hat die DHL Group unterm Strich 6 Punkte geholt, während die UBS-Aktie unterm Strich 3 Punkte einheimsen konnte. Und damit gewinnt dieses Aktienduell die DHL Group mit 6:3 Punkten, also mit 3 Punkten Vorsprung. So, dann machen wir zum Schluss noch einen Bewertungscheck im Aktienfinder. Und wenn ihr euch übrigens dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr dazu auch einen Link unter dem Video. Und jetzt in der Grafik zum fairen Wert. Hier im Aktienfinder seht ihr zum einen mal den Kursverlauf der DHL-Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist der 21. Oktober 2024. Und dann haben wir noch hier die gestrichelten Linien. Hier, das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Jetzt können wir erkennen, dass der aktuelle Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, dann machen wir das gleich auch noch mit der UBS-Aktie. Und auch hier seht ihr zum einen mal den Kursverlauf von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und dann haben wir hier ebenfalls noch die gestrichelte Linie, das Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir hier erkennen, dass aktueller Kurs momentan oberhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest überbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum Fernwert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video. Und hier zum Schluss der Hinweis: Mein Vergleich gibt nur eine persönliche Einschätzung zu den Aktien anhand der analysierten Kriterien.
Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.